Wer sein iPhone oder iPad über iTunes sichert, der stellt möglicherweise fest, dass solche Sicherungen ziemlich groß sein können. Und wenn da sich veraltete Backups verstecken, dann ist das umso ärgerlicher. Hier zeige ich dir, wie du solche Backups selbst löschen kannst. iTunes speichert seine Sicherungen standardmäßig im Benutzerordner unterhalb vom Library, vom versteckten Library-Ordner, und zwar unter Library, Application Support, Mobile Sync und dann Backup. Also nicht zu verwechseln mit dem System Library Ordner. Und hier siehst du schon ein ziemlich großes Backup, also einen ziemlich großen Ordner mit so einem kryptischen Dateinamen. Der hat über 30 GB und den möchte ich loswerden. Die beste Möglichkeit, solche Backups zu löschen, ist nicht etwa über den Finder, sondern direkt über iTunes, weil da werden die nämlich im Klartextnamen angezeigt, also zu welchem Gerät gehören die und wann wurde das Backup angefertigt. Dazu öffne ich einfach iTunes und gehe in die Einstellungen und hier oben über den Reiter Geräte kannst du in die Gerätevoreinstellungen springen. Und hier sehe ich auch das Backup von meinem iPhone. Hier würde dann der Name von deinem iPhone stehen. Und das kannst du hier einfach über Backup löschen entfernen. Dann bist du es wieder los. Okay, jetzt möchte ich aber trotzdem wieder eine aktuelle Sicherung haben. Und das geht ja ziemlich einfach, indem ich das iPhone anschließe, dann hier oben auf das Gerät klicke. Und dann siehst du direkt in der Übersicht auch die Möglichkeit, ein Backup zu starten. Das mache ich jetzt einfach mal. Dann werde ich auch gefragt, ob ich die Einkäufe und so weiter übertragen möchte. Und das möchte ich, denn dann kriegst du eine rundum glücklich Sicherung. Und du kannst auf Knopfdruck das iPhone wieder komplett herstellen mit allen Inhalten, die da drauf waren. Übrigens, nach der Sicherung landen alte Apps, also veraltete Softwareversionen von Apps, im Papierkorb. Deshalb lohnt es sich, dass du den Papierkorb nach so einer Sicherung auch mal wieder leerst, denn da sind dann auch mal wieder ein paar Gigabyte frei. Theoretisch sollten sich hier gar nicht viele Sicherungen ansammeln, denn iTunes überschreibt immer die älteren Backups. Manchmal ist das gewünscht, manchmal aber auch nicht. Das kannst du zum Beispiel verhindern, indem du hier auf das Backup klickst und zwar vorher die Steuerungstaste gedrückt hältst und dann drauf klickst und dann das Backup archivierst. Dann steht dahinter nochmal ein Zeitstempel und das verhindert das automatische Löschen von solchen Backups. Heißt andersherum, dass du die auch manuell wieder löschen musst. Was kann noch sein? Zum Beispiel, wenn du ein Gerät mal hier drauf gesichert hast, was gar nicht mehr in deinem Besitz ist, zum Beispiel ein iPad, was du vielleicht verkauft hast, und du brauchst diese Sicherung nicht mehr, dann würde ich die natürlich auch löschen. Du könntest übrigens auch diese Backups verschieben auf ein anderes Laufwerk, falls du die nicht löschen möchtest. Dazu klickst du hier einfach mal auf das Backup und lässt dir das im Finder anzeigen. Und dann hast du auch den richtigen Namen. Der geht ja aus diesem kryptischen Namen nicht unbedingt hervor. Und dann könntest du das auf eine andere Festplatte kopieren und bist durch damit. Ich mache das aber nicht. Fertig.